Bundesweit öffnen die Töpferwerkstätten am Wochenende ihre Pforten für Besucher. Anlass ist der Tag der offenen Töpferei. Passend dazu haben auch wir einen Blick hinter die Kulissen geworfen und wollten wissen, was genau muss eigentlich passieren, damit aus einem feuchten Tonklumpen etwa eine Schale oder ein Becher wird. Ein Besuch bei Andreas Erbe, Töpfermeister und Keramiker aus Kassel. Und der Mann ist ein Profi. In Minutenschnelle formt der 41-Jährige aus dem Ton die Grundform einer Schale. Bis aus diesem Klumpen Ton ein alltagstaugliches Gefäß wird, hat der Scheibentöpfer noch 4 Arbeitsschritte vor sich. Im ersten Schritt wird der Ton vorbereitet und ihm dann beim sogenannten Drehen seine grundlegende Form verpasst. Zunächst aber wird er ordentlich durchgeknetet. So bekommt der Töpfermeister überschüssige Luft und Wasser aus dem Material heraus, damit es geschmeidiger ist und sich besser verarbeiten lässt. Dann geht es beim Drehen zum ersten Mal an die Töpferscheibe. Das Wasser dient als Gleitmittel, damit die Finger nicht am Ton hängen bleiben. Die Masse eiert auf der Scheibe hin und her, also zentriert Andreas Erbe sie, sprich, er drückt den Ton in die Mitte. Ton besteht aus vielen kleinen Plättchen, die sich so schon etwas ausrichten lassen. Das sieht bei dem 41-Jährigen leichter aus, als es ist, aber die erste Hürde ist genommen. Am Ende läuft die Masse schön in der Mitte. Nach dieser grundlegenden Vorbereitung verpasst Andreas Erbe dem Ton eine Gestalt. Jetzt heißt es sorgfältig arbeiten, denn der Knackpunkt am Drehen ist, ein Fehler hier ist später schwer wieder auszugleichen. Der Töpfer arbeitet sich von unten nach oben, drückt und zieht den Ton. Zuerst in Kegelform, um für etwas Stabilität zu sorgen. Jetzt geht das eigentliche Töpfern los, genau. Na, jetzt habe ich das alles so weit vorbereitet, wie ich es haben möchte. Und jetzt fange ich an und ziehe diese Masse. Mit meinen Fingern nach oben. Und hier sieht man jetzt auch ganz schön die Drehrillen. Wichtig dabei, die Bewegungen des Töpfers passen sich der Drehgeschwindigkeit der Scheibe an. Dann arbeitet Andreas Erbe die gewünschte Form heraus. Durch das Wasser wird der Ton immer weicher, also greift er zur Drehschiene, in diesem Fall einem einfachen Holzplättchen. Damit lässt sich die Form ohne große Wasserzugabe weiter ausarbeiten. Wie viel Wasser verbraucht werden kann, bis der Ton zu weich wird, ist vor allem eine Erfahrungssache. Nachdem noch einige Feinheiten zur Zufriedenheit des Töpfers erledigt sind, ist der erste Schritt geschafft. Eine Schale dieser Größenordnung muss dann erst einmal 2 bis 3 Tage trocknen. Wir greifen daher zu einer Schüssel, die diese Zeit bereits hinter sich hat, und machen direkt mit Schritt 2 weiter, dem Abdrehen. Feintuning wäre ein neumodischerer Begriff. Dabei wird die Grundform weiter verfeinert und die Oberfläche der Schüssel bearbeitet. Als Werkzeuge nutzt Andreas Erbe sogenannte Abdrehschlingen und eine Metallschiene. Als erstes geht es an den Boden der Schüssel. Der Fuß wird schmaler gemacht. Im Anschluss arbeitet der Töpfermeister die Form noch etwas aus. Damit die Verarbeitungsspuren der Schlinge nicht zu sehen sind, wird dann die Oberfläche mit der Metallschiene nachgeglättet. Dann muss die Schüssel erneut 5 bis 6 Tage trocknen. Noch macht das im Ton enthaltene Wasser rund ein Drittel des Gesamtgewichts aus. Also greifen wir zur nächsten Schüssel, die schon bereit ist für Schritt 3. Und es wird heiß, etwa 920 Grad heiß, denn der sogenannte Schrühbrand steht an. Das noch sehr empfindliche Material wird zum ersten Mal in den Ofen gepackt, um etwas Stabilität reinzubringen. Zur Weiterverarbeitung, damit zusätzliche Arbeitsschritte keine ungewollten Spuren hinterlassen, aber auch zum Zwischenlagern. Der Ofen läuft etwa 8 Stunden und braucht dann weitere 12 bis 16 Stunden, um abzukühlen. Schritt 4, das Glasieren. Nach der ersten Feuerprobe im Schrühbrandofen wird die Töpferware noch glasiert. Also die Glasur ist halt dafür da, die Oberfläche von der Keramik nochmal zu veredeln und zu gestalten. Und bei einer guten Glasur, gerade bei der Gebrauchskeramik, ist es halt einfach auch dann der Vorteil, dass ich halt das gut reinigen kann, dass ich es halt für den täglichen Gebrauch benutzen kann. Die Glasuren entwickelt Andreas Erbe selbst und hat dabei über die Jahre eine regelrechte Leidenschaft entwickelt. Rund 200 Rezepturen hat er bereits entdeckt, 10 davon verwendet er häufig. Die Glasur kommt sowohl auf Innen- als auch Außenseite des Gefäßes. Die Zierleiste ist ebenfalls eine Glasur, weiß diesmal und mit Wachs abgedeckt, damit es nicht zur Überschneidung kommt. Nach einer weiteren Trockenphase über Nacht erfolgt dann das letzte Brennen. Bei Temperaturen von bis zu 1280 Grad wird die Töpferware noch einmal 11 Stunden gehärtet. Dann ist sie fertig und nicht nur fürs Regal, sondern auch den Alltagsgebrauch geeignet.